Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Danganronpa 2 Goodbye Despair mit Melody. Ohio. Und 5-7. Konnichiwa. Und ich wollte schon wieder ein anderes Spiel anmoderieren. Ich habe irgendwie schon wieder so 12 Folgen My Time at Port hier aufgenommen. Und das war das, was mir rausgerutscht wäre. Gerade eben fast. Nigga! Hey, da ist er doch. Ah, ja, sag ich doch. Da ist er doch. Bauernhof. Ja? Ah. Boah, nice, geil, danke. Boah, Alter, bist ein Arsch. Bitte? Warum? Du hast ja gesagt, ich hab nein gesagt. Dann sagst du, boah, nice, geil, danke. Und ich sag, boah, na, bist du ein Arsch. Es hat bei mir geklopft und mein Opa hat mir ein Eis gebracht. Ich hätte lieber Zigaretten bringen sollen. Hat er. Ich hab 4 Schachteln. Der hat dir ein Eis gebracht. Ja, die 4 Schachteln hat er heute schon gekauft, während ich noch geschlafen hab. Lol. Das ist Erdbeereis. Nice. So ruhig fürchten sich die Erdgeister. Gandem philosophiert weiter über seinen Hintergrund. Soll ich zuhören? That was close. Dies ist nur verständlich. Letztendlich ist meine seelische Ruhe zu entwickeln, dass sie eintritt. Schauen wir, wie sie sich gegenüber meinem Donner behaupten können. Obwohl ich es nicht wollte, haben wir uns über die Unterwelt unterhalten. Unterhalten? Wir kamen uns heute näher. Auf jeden? Nein, niemals. Was waren das? Sonnenblumenkerne? Sonnenblumenkerne. Ja. Deine Hamster. You fiend. Hayami. Hayami. Teufel. Hajime, oh, nicht Hayami. Hajime. Es ist jedes Mal das gleiche bei dir. Wie sagt er noch schnell Kuchi oder so, hat er zu Kazuichi gesagt, wa? Kazuchi hat er, glaube ich, gesagt. Du bist so nett. Be happy! Solange dieser Schatz seine Macht nicht verliert, werde ich niemals diesen hohen Tag vergessen. Wo ich die Sonnenblumenkerne gab. So ungefähr, ja. Ich habe irgendwie gerade 15 Kilo Sonnenblumenkerne hier für die Vögel. You fiend. Halt dahin. Wenn dir dein Leben lieb ist, kommst du mir nicht näher. Eine eigenständige elektrische Barriere wird unabhängig meines Willens errichtet. Warum dachte er, dass ich so nah kommen würde? Let me ask. Das erinnert mich. Ich vergaß zu fragen. Dein trügerischer Zweitname, Hajime Hinata, ist bloß eine Scharade. Wie heißt du wirklich? Was meinst du damit? Du scheinst also kein Narr zu sein. Weihe mich ein. Offenbare mir deinen geheimen Namen. Versteckten. So wie bei Celestia Ludenberg. Ja, so ungefähr. Wie hieß die da? Eiko Yasuhiro, wa? Ja. Eiko. So einen habe ich nicht. What? Deine Geheimfähigkeit? Auch nicht. How pitiful. Dann kann man dich in der Tat einen mickrigen Menschen. Ich schätze, da kann man nichts machen. Dann lass mich ein Thema aufbringen, das selbst du ergreifst. What happened, Sinner? Du darfst mich alles fragen.
Oh, ich soll also fragen. Fiend. Aber erwarte nicht, meine Ideale zu verstehen. If you flinch, you will die. Nachdem du meiner wahren Gestalt Zeuge warst, kann dein gesunder Verstand nicht lange überleben. Also ich hätte an ihn ja nur zwei Fragen. Frage Nummer 1, ob er Kontaktlinsen trägt oder ob seine Augen wirklich zweifärbig sind und ob ich den Dragon Ball an seinem Ohr haben darf. Damit ich Shenlong spawnen kann und mir was wünschen kann. Möchte er jetzt reden oder nicht? Mit ihm zu reden ist nervig, aber weggehen kann ich auch nicht. Ich schätze, eine Frage geht. Was machst du in deiner Freizeit? Good instincts. Du interessierst dich also bezüglich meines Lebens. Verstanden. Dieser Bruchteil wird dir nun Training, Kopfgeldjagd, tägliches Schmieden. Trotz meines Aussehens bin ich sehr beschäftigt. Wo nimmst du hier eine Schmiede her? Und vor allem, wo willst du bitte Kopfgeldjagd betreiben? Monobestien. Und vor allem, was für ein Training? Ja, mit Nekomaru und Akane. Ja, genau. Ich glaube, die zermalmen den so. Nee, er pickt sich einfach Hyoko oder so. Oder Mahiro zum Trainieren. Ja, das glaube ich eher. Aber meine Webseite zu managen nimmt am meisten Zeit im Anspruch. Du kannst dir keine der Webseite, hat eine Webseite managen. Warte, was? I shall engulf this world. Offensichtlich warten weltweit Zauberer darauf, meine Untersuchungsergebnisse zu legen. Aber natürlich ist meine Webseite magisch verzaubert, sodass nur die Auserwählten Zugriff drauf. So was nennt man Passwort. Ein mickriger Mensch wie du könnte nur die Attrappen des aufregenden Züchteralbums begutachten. Ah ja. Das würde ich sowieso lieber machen. Fine. Dann werde ich es dir zeigen, sobald wir hier entkommen sind. What do you yearn? Und noch mehr Fragen. Dein Lieblingsessen? Fine. Das ist eine gute Frage. Aber die orangefarbene Melone mit seiner zerfetzten Grimasse ist mein... meint der Kürbis? Nee. Der meint einen Kürbis. Oder? Der meint einen Kürbis. Okay. Soll das ein Kürbis sein? Keine andere Nahrung ist weder nährstoffreicher noch erfrischreicher, wie man es zubereitet. Viel wichtiger, die Samen der Kürbis stellen eine wichtige Nahrungsquelle meiner Zerstörer. Jedoch muss man sie vorsichtig waschen, nachher abtrocknen, dann abpellen und leicht an. Ich verstehe, das hört das sich ziemlich gehört, anstrengend Nico. An. Das hat jeder gehört und ich schneide das auch nicht raus. Was in eurer Welt ist nicht anstrengend? Alles, was keine Miete bezahlt und nicht ich bin, muss raus. Weder Freude noch Schmerz sind von Bedeutung, solange du einen Lebensgrund in der weiterhin hin. Da hat er allerdings recht. Man kann Gante manchmal nur schwer verstehen, aber die Idee hinter seinen Wörtern ist nicht falsch. Irgendwie fühle ich, wie wir uns immer besser verstehen können, Gante und ich. Nachdem ich Gante mit Fragen überschüttet habe, ließ er mich endlich gehen. Sieht so aus, als wäre es fast Zeit, mich mit Kazuichi zu treffen. Er sagte mir, dass ich zum Supermarkt kommen soll. Was denkt er sich plötzlich dabei? Und er hält es vor den anderen geheim?
Ich möchte nicht daran denken, aber könnte es sein, plant er etwas Schlimmes zu machen? Nein, es ist nicht möglich, dass jemand Sorgloses wie er sowas tun würde. Das eine Mädel vielleicht vernaschen. Alter, ohne Spaß, zeig ihm ein Bild von einer gefesselten Sonja und sag zu ihm, er muss jemanden töten, damit ich sie wieder freilasse. Oh, der dreht durch. Der Typ wird wahrscheinlich einfach so ins Restaurant rennen mit einem Spaten und in irgendjemanden den Hals stecken. Meinst du nicht eher Mahiro? Nein, Sonja. Er steht komplett auf Sonja. Oh. Scarejump Nevermind. Ja, unsere Scarejump Nevermind. Hä? Es ist weit nach der vereinbarten Zeit und es gibt kein Anzeichen von Kazuichi. Plötzlich schwoll die Angst, die ich in mir hatte, an wie ein Ballon. Bis... Yo! Yeah! Ah! Wow! Wow! Jumpscare! Was zum Teufel? Sei nicht direkt verärgert, nur weil ich etwas zu spät war. Spät? Oh, ich verstehe. Ich habe total vergessen, dass er die Art Typ ist. Die Art Typ, dem es nichts ausmacht, spät aufzutauchen, obwohl er derjenige ist, der mich dazu eingeladen hat. Nun, es macht irgendwie Sinn. Also, was willst du? Warum sind wir hier? Hey! Also, weißt du, kannst du mir einen kleinen Gefallen tun? Einen kleinen Gefallen? Ich habe etwas gehört. Es geht um Dame Sonja und ja, ich weiß. Aber es sieht so aus, als ob die Mädchen heimlich vorhaben, sich am Strand zu entspannen. Er will Fotos haben. Oder er will einen Spanner-Bro haben, damit er nicht nur alleine einfährt, wenn er einfährt. Wenn du es mitbekommst. Oder Monokuma mit dem M60 wiederkommt. Ja. Wenn du es mitbekommen hast, kann es nicht so geheim sein, obwohl... Halt! Warte! Sag mir nicht, du! Wie von Dame Sonja erwartet, ist es eine gute Idee, ins Meer zu gehen. Ich bewundere sie so sehr, dass es mich schockiert. Mein Herz zittert in ihrer Nähe so sehr, ich sterbe. Also, warum machen wir uns auch nicht eine schöne Zeit mit den Mädels? Hm? Wieso muss ich dein Kumpane sein? Hey! Ich will ja nichts sagen, ne? Aber das ist weitaus easier wie die Badeszene von Hyoko und Mahiro. Nun. Ja. Es ist seltsam, einen Zufall ganz alleine vorzutäuschen, oder etwa nicht? Wie wäre es mit einem Szenario, in dem du und ich an den Strand gehen und wir sie rein zufällig treffen? Hm? Hey, du sagst besser nicht nein. Ich kann keinen der anderen Jungs fragen, mir damit zu helfen. Man. Nekomaru kann den Mund nicht halten, um sein Leben zu retten. Und Gundam ist seltsam. Fuyuhiko und Nagito kommen nicht in Frage. Ich verstehe, was du meinst, aber mir ist gar nicht danach, zum Strand zu gehen. Hey! Ich habe mir die Zeit genommen, deinen Badeanzug vorzubereiten, weißt du? Oh, und jetzt übergehst du einfach meine freundliche Tat. Warum machst du mich auf einmal an? Wenn du Nein sagst, werde ich dich nerven, bis du stirbst. Darüber scherzt er auf keinen Fall. Es geht immerhin um Kazuichi. Wenn ich keine andere Wahl habe, von mir aus. Yes, das ist mein Hajime. Du bist ein wahrer Bruder. Ja klar, der hat nur ihm gerade gedroht, ist klar. Also ich will dir nichts sagen, aber ich glaube, der ist insgeheim der Spoonkiller. Wer? Oh, zeige ich dir später. Spoonkiller. Oh. Okay. Und wie wir gedacht haben, will er halt wirklich nur spannen mit ihm zusammen.
Also, was muss ich tun? Well. Nun, basierend auf dem, was ich gehört habe, es sieht so aus, als ob sie zum Krämerstrand auf der Blumeninsel gehen. Alright. Deshalb müssen wir ganz schnell zum Diner. Unser Plan ist es, am Strand zu sein, bevor sie dort sind. Und wir tun so, als ob es rein zufällig ist. Hm? Das ist wahrscheinlich so, Hajime ist wahrscheinlich so voll entspannt da. Und dann Kazuichi sieht dann die Mädels ankommen. Oh! So nee, nee, nee. Kazuichi ist dann bestimmt so wie so ein Sanji aus One Piece. Der hat ein I vorne. Kazuichi. Kazuichi. Habe ich ja korrigiert. So, da. So, musst du dir überlegen, vielleicht ist er so wie so ein Sanji. Er sieht so die Mädels oder sieht sie nur so wegfliegen mit einer Blut von. Ja, Sanji, ich will ja nur kurz mal sagen, ne, bei One Piece, bei dem Weg zur Fischmann-Insel, musste ja man ja das Schiff quasi in so eine Schicht einpacken, in so eine Blase. Und da ist Sanji fast rausgeflogen wegen seinem Nasenbluten. Der ist einfach gegen die Wand von der Blase gedrückt. Mit Nasenbluten. Ihn hat's ja auch schon mehrfach fast aus dem Leben einfach rausgehauen, nur weil er Nasenbluten bekommen hat. Wie viel Blutkonserven immer hier der Chopper gebraucht hat. immer. Hab's verstanden. Dann gehen wir. Komm. Engines ready. Juhu, ich bin krass aufgeregt, Alter. Zumindest kann er mich ein wenig trösten, aber die Luft zu lesen ist anscheinend Neuland für ihn. Wie kann man die Luft lesen? Ich glaube, da, dass der meine mit Luft war in der Übersetzung gemeint eigentlich Freizeit. So die diese Atmosphäre. Zeit. Ich hätte auch gern so ein 20 Liter Cola. Jo. For now. Es sieht so aus, als ob sie zum Krämerstrand gehen. Da müsste auf der Blumeninsel sein. Deshalb müssen wir ganz schnell zum Diner. Unser Plan ist es, am Strand zu sein, bevor sie dort sind. Okay. Okay, ich glaube, wir müssen raus. Pass auf, und die Mädels haben jetzt nur, haben absichtlich so laut geredet und gehen aber jetzt an den Strand hier. Garantiert. Garantiert. Oder... Sie haben extra so laut geredet und dann sitzen wir beide da, also der Hajime und der Ding, und dann stehen sie auf einmal hinter euch und weißt du, ich meine so. Also, was macht ihr hier? Nichts. Ich habe euch nichts zu sagen. Nichts mehr. Das. Huh? Hajime, es ist alles gut, also beeilen wir uns und gehen. Er sieht so einsam aus, wenn du zusammen abhängen möchtest, dann sag das auch. Ja. Mittlerweile ist mein Eis komplett geschmolzen. For now. Wenn ich richtig liege, müsste sie jede Minute an deiner ankommen. Unsere Chance! Alright. Deshalb müssen wir zuerst zu diesem Restaurant gehen. Unser Plan ist es, am Strand zu sein, bevor sie dort sind. Jawohl. Oh, ich glaube, jetzt kommt auch die Seitentür zum Einsatz. Welche Seitentür? In dem Strandhaus. Hä? Da hat's doch hinten eine Seitentür gehabt. Nee, das war Eingang vorne und Eingang vom Strand aus und Eingang vom Dundel aus. Oder meinst du die kaputte Dusche? Die kaputte Dusche, das wär's noch. Alles klar, die Damen sind noch nicht hier. Beeilen wir uns und gehen hinein. Ins Restaurant? Oder zum Strand? Ich glaube, er meint schon ins Restaurant. Ja, warum solltest du ins Restaurant gehen, wenn du zuerst am Strand sein möchtest?
Alles klar, hier sind wir. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, bis die Damen ankommen. Das wäre aber viel besser, wenn die schon am Strand liegen würden, wenn die Mädels ankommen, oder nicht? Ja. Und nicht erst nachkommen. Oder aus dem Restaurant rauskommen. Ah, wir wollten auch gerade. Außerdem ist der Typ noch nicht. Ist der Typ noch nicht angezogen. Was sagte Monomi und Monokuma? Im Strandhäuschen ist das Umziehen verboten. Hm. Okay, wir sehen später wieder die M60. Ist er sich sicher? Ich meine, ist das nicht etwas zu stalkermäßig? Und wann kommen sie? Hast du das auch mit deinem empfindlichen Ohren mitbekommen? Hm. Sie erwähnten etwas von wegen, sie kommen kurz nachdem die Sonne beginnt unterzugehen. Es ist gerade 15 Uhr. Dauert das nicht noch ein bisschen? Sei immer einen Schritt voraus, das sind die Grundlagen, weißt du? Sicher, dass du ihnen einen Schritt voraus bist? Hey! Ist gut, stell einfach sicher, dass du am Fenster Wache hältst. Es wäre schlecht, wenn du Dame Sonja nicht dabei erwischt, wie sie zum Strand geht. Es ist unser Job, das zu verhindern. Um zum Strand zu kommen, werden sie am Diner vorbeigehen. Engines ready. Du hältst besser die Augen offen, das ist kein Spiel. Wenn das kein Spiel ist, was ist es dann? Ich hätte wirklich einfach Nein sagen sollen. Ich saß an einem Tisch am Fenster, legte meinen Kinn in meine Hände und starrte geistesabwesend aus dem Fenster. Ich glaube, warum die vorhin Oberbär sagt, nicht direkt zum Strand gehen, weil du, wenn du da runterkommst, würden sie dir ja sehen und er will aber so à la hinterm Haus oder hinterm Busch verstecken und dann à la Stalker lurken, glaube ich. Ja, aber weißt du, wenn du schon vorher am Strand bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Mädchen trotzdem bleiben und mit dir dann sogar eventuell noch was unternehmen, wesentlich höher, als wenn du dich hinterm Haus in den Busch versteckst. Auch wieder recht. Kommen Sie? Sind Sie schon angekommen? Es sind noch nicht mal 10 Minuten vergangen. 20 Minuten sind vergangen und dann 30. Mit jeder Minute seufzte ich immer mehr und bereute es, Kazuichi zugesagt zu haben. Ey, welche Badekleidung wird Dame Sonja wohl anhaben? Sie kommt aus dem Ausland, also vielleicht ein Bikini? Ein Bikini! In ihm versteckt sich eine pure, unschuldige Fantasie einer hellen Prinzessin. Selbst wenn ich dir zustimmen würde, könnte ich nicht sagen, warum. Aber wenn ich das beschreiben... Was? Aber wenn ich das beschreiben... Was? Und dann passierte es. Im Augenwinkel sah ich sie, wie sie sich vor dem Diner versammelten. Hä? Sind sie das nicht? Ich frage mich, was passiert ist. Sollten wir ihnen nicht Hallo sagen? Wir verließen das Diner in Eile und rannten zu ihnen. Was? Ihr Bastarde! Ich wusste es! Fuyuhiko, was machst du hier? Shut the hell up! Das kann ich euch fragen, Arschlöcher! Hey! Was zum Teufel, du bist furchtbar angespannt und unausträglich. Warum bist du so gestresst? You. Wen nennst du gestresst? Hör auf, mir ohne meine Erlaubnis Sachen zu unterstellen. Könnte sein, dass das Spiel jemanden stresst? Umso öfter man spielt, umso mehr gestresst wird man. Wirklich? Possible? Sag mir nicht. Oh Mann, ist es das? Du hast meinen Plan belauscht, nicht wahr? Huh?
Plan? Es bringt nichts, dumm zu spielen. Du hast meinen Plan belauscht und bist uns den ganzen Weg bis hierhin gefolgt, richtig? Hello! Hey, was macht ihr hier so willkürlich? Oh mein Mann! Was für eine seltsame Gruppe. Hello! Hallo, schönes Wetter heute. You're done for! Packt es nicht, mir zu entrennen. Ich habe euch. Nein, ich war so gestresst, dass ich irgendwelche seltsamen Dinge gesagt habe. Bitte hasst mich nicht. Ich werde euer schwer. Ich werde eure schweren Bestrafung recht. Vertraut mir. Alles klar. Wow. Ihr zwei, das ist so ein Zufall. Ich hätte niemals gedacht, dass wir euch hier sehen. Wir wollten gerade, Ja, ist wirklich eine Niete in alle. Wow. Man, eigentlich wollten Hajime und ich uns zusammen auf den Weg zum Strand machen. Oh my. Hä? Könnte es der Grund sein, warum ihr Damen hier seid? Was für ein Zufall. Könnte fast unser Schicksal sein, denke ich. Etwas ist offensichtlich verdächtig. Deine Augen bewegen sich wie ein Lachs, bevor er Eier legt. Okay. Ich hoffe, es kam gut rüber, dass ich den komplett nervös sprechen wollte. Wow. Auf keinen Fall. Ich bin immer so, wie soll ich das sagen? Ich achte immer auf meine Umgebung. Garantiert. Ich kann mir das kaum anschauen. Als ich seufzte und von dieser peinlichen Situation wegschaute, bemerkte ich, dass er verschwunden ist. Ha, wo ist Fuyuhiko hin? Wow. Nun, egal. Ihr zwei seid aber ziemlich früh angekommen. Es ist ja noch Mittag. Eigentlich geht es erst abends los, oder nicht? Oh, der verrät sich. Wow. Wow, er ist so ein Hirni. Weißt du, dass wir die anderen noch treffen? Geschweige denn, wann? Why you? Ehrlich, jetzt? Was zur Hölle hast du vor? Nun, seht ihr? For now. Wie auch immer, lasst uns den Zufall schätzen, der uns zusammenbrachte. Ist das okay, wenn wir mitmachen? Wow. Wow. Warum plötzlich so selbstsicher? Das ist also dein Hintergedanke. Du bist wahrscheinlich für Sonja hier, nicht wahr? Ich, von mir aus könnt ihr mitkommen. Es wäre schlecht von mir, euch zu enttäuschen. Aber Sonja war diejenige, die all das geplant hat. Also müssen wir sie im Vorhinein fragen. Of course. Dann ist alles gut. Es wäre ein Gotteswunder, wenn Sonja so etwas Harmloses ablehnen würde. Jetzt kommt Sonja damit auf keinen Fall. Ist der jetzt optimistisch oder pessimistisch? Ich verstehe es nicht wirklich. Hey, hey! Hey, hey! Ist es in Ordnung, wenn wir jetzt reingehen? Ibuki wollte etwas zu sich nehmen, bevor wir gehen. Klare Sache, lasst uns drinnen warten. Ich kann nicht aufhören, an Fuyuhiko zu denken. Aber es wäre dumm, jetzt nach ihm zu suchen. Nein, ich wollte euch nicht in Angst und Schrecken versetzen. Es war nicht gewollt. Ohne Mampf kein Kampf oder so. Auf jeden Fall, ich freue mich schon. Ich werde herzlich einen Burger mit etwas Reis
verdampften Vermampfen, nicht verdampft. Verdampfen, ist klar. Ist Reis eine Beilage? Warte, gibt es denn hier... Ja, Reis kann man auch als Beilage sehen. Alles klar. Lasst uns drin warten, bis Amesania ankommt. Das hört sich für mich wunderbar an. Gut, Leute, und wir danken euch fürs Zuschauen und wir hoffen, ihr schaltet auch in der nächsten Folge vor allem Let's Play Danganronpa 2 Goodbye, der Bär wieder ein. Ciao. Tschüss. Tschüss.